der schon so ein bisschen Stuff kann, wie man sieht. Seine HP und TP. Der ist absolut OP, der Typ. Ich bin leider nicht dran, auf welchem Level er ist. Das heißt aber, ich darf ihn nicht behalten, oder? Der ist viel zu OP, als dass ich ihn behalten dürfte. Who know this stuff? Oh, ich wollte ihn behalten. Das sieht aus, als würde er Luke auch dissen. Ja, der macht aber auch guten Schaden. Ich kann noch einen, der Luke disst. Luke disser sind gut. Ich habe gesagt, das ist ein Flame Burst. Gerade heilen. Passt. Well, sag mal, wir haben neue Skills gelernt. Wir haben ein bisschen Geld bekommen. Wir haben bei der Magic Guard gelernt. Nice. Luke Disser gleich Luke Befürworter. Could I speak to you for a moment? Meine momentan Top 3 Tales Games sind Vesperia, Berseria und Xillia 1 und 2. Ich glaube, ich mag Cestiria auch lieber als Symphonia 2. Joa. Yes, Colonel. Did you call me? Kann ich die haben? Okay, understood. In exchange, you have to keep a good eye on Ion. Und tschüss. This left a bad taste in my mouth. You're quite kind, or perhaps just soft. And you're cold. Oh dear, lovers quarrel. Der Fan ist aber Luke ist zumindest ein glaubwürdiger Charakter. Ja. Ich glaube, hier und da ist sogar einiges wirklich auch nachvollziehbar, was er macht, ja, aber... Er war so lange eingesperrt, natürlich ist es nachvollziehbar, ganz klar. Aber er ist trotzdem sehr egoistisch. Shut up! Colonel Curtis, we don't have that sort of relationship. I'm joking, and please, call me Jade. I'm not accustomed to being called by my family name. Jade, I'm sorry for running off and doing this. It's unlike you to do something like this when you know it's wrong. Together with Yulia, the Cheagles are the foundation of the Order of Lorelei. I felt I had to take responsibility for any trouble they had caused. And that's why you used your power? Didn't the doctor tell you not to? I'm sorry. And you've involved civilians as well. Hey, old man, he's apologizing, right? Give him a break. Oh, I expected you to complain about being dragged into this. I'm a bit surprised. So am I. Well, we don't have much time anyway. I'll stop the lecture at that. The letter arrived, didn't it? Yes. Now, let's go ahead and get out of this forest. We have to report to the Elder. A Cheagle speaking a human language? It's the power of the Sorcerer's Ring. Jade, could we stop by the Cheagle's home? All right, but please don't forget that we haven't much time. Luke, thank you for your help. Please, join me for just a little longer. Well, I've come this far. Might as well. Und Jade hat einfach die Party gejoint. Ich will Jade, der ist OP. Ich muss nichts machen. So, Life Bottles haben wir noch bekommen. Und ein Cutlass. Ich glaube, das ist eine Waffe. Level 45 übrigens. Ja! Ah, das ist das Schwert, was ich gerade gekauft habe. Die Sache ist, entweder ist er nicht lange in der Party, oder der wird hart geschwächt. Eins von beiden. Es ist halt einfach JRPG oder RPG-Logik. Es kann ja nicht so bleiben. Also entweder er ist echt nur für den einen Dungeon dabei, oder ihm werden alle Knochen gebrochen oder so. Wie ist es geklickt? Ja! So, da ist irgendwas Schönes. Ein Technical Ring. Das sind jetzt seine vier großen Geister. Oder das. So, was habe ich da jetzt gerade mal bekommen? Technical Ring. Ah, jetzt können wir auch manuell spielen. Nice. Also ich. Du bleibst wahrscheinlich bei Semi-Auto, ne? Oh ja. Ist okay. Na, willst du ein paar Kämpfe lang mit ihm spielen? Ja, komm, gib her. Nee, so nicht. So was Swap. Hat er eigentlich auch einen Capacity Core? Nö. Am besten durch die stärksten Sachen hier einmal. Ja, mit Treudo genau das. T
Tier kann mit Sicherheit auch was. Nur jetzt noch nicht unbedingt so viel. Mhm. Sie castet einfach so extrem lange und sonst kann sie leider mit dem Powhammer. Das ist nicht so angenehm. Mhm. So, dann laufe ich gleich noch ein paar Kämpfe rein, damit du auch mit Jade ein bisschen was zeigen kannst. Hast du jetzt alles zum Casten? Ja. Okay. So. Ich finde es auch interessant, die ganzen Liga sind jetzt auch weg hier erstmal. Oh. Nachdem wir deren Königin getötet haben. Hier noch ein paar andere Gegner vielleicht? Ja, ein Golem. Ja! Svenja hat jetzt erstmal ein bisschen Spaß. Und der Cast ist auch noch schneller als sie. Ja. Gegner gewonnen. Hat der Fähigkeiten? Nur so ein paar. Er könnte theoretisch ein Mystic Art machen. Aber ich habe noch kein Overlimit wahrscheinlich dafür. Doch. Siehst du ja die kleine Leiste, die da, wo da steht OL. Ich könnte Mystic Art machen? Wenn die Overlimit-Anzeige voll werden würde, ja. So. Ah ja, hier, Overlimit. Also er kann in den Overlimit, die anderen noch nicht, weil ihnen die Fähigkeit noch dafür fehlt. Ja, klar. Und er kann taunten. Damit kannst du dein Overlimit sogar noch auffüllen, wenn du R2 verwendest. Aber ich wüsste, wenn ich einen Knopf drücken muss, was müsste gerade. Ich auch nicht. Spontan. Na, er soll erstmal Mystic Art machen. Er ist natürlich alles Skill, ne? Das liegt nicht daran, dass der Charakter OP ist. Vogel, please. Du hast einen Tropfen gemacht, der explodiert ist. Drück mal R2, was passiert denn dann? Der wollte über den Kopf springen. Mach ich so weit weg. Erstmal verfehlt. Jo. Was willst du echt da unten? Lass mich mal weiter taunten. Okay. Du willst dein Mystic Art machen? Ja, das ist völlig mir, aber egal. Moment. Ich mach nur eben mal das Tier. Action. Da. Guard. Nichts macht. Wenn der Gegner verwirrt. Whenever you're ready. Whenever you're ready. Wo wir gerade dabei sind. Muss man dann gleich nur sagen, was ich machen muss. Wenn ich das wüsste, würde ich dir sagen. Ich habe gesagt, einen Artcast und dann den Artknopf gedrückt halten. Okay. Sobald du im Oberlimit dann bist. Ja, auch mit R2. Er hat es aber auch nicht von alleine gecastet. Also ich muss das wirklich loslassen, damit er es castet. Huh. Keine Ahnung. Erstmal Mystic Arten. Ich weiß nicht, was ich leise drücken müssen. Alternativ? Jetzt muss ich kurz mal gucken, was für Arts du hast. Könnte auch funktionieren. Probieren wir es nochmal und versuchen wir einfach dann gleich. Einfach nur, nachdem du dein Overlimit aktivierst, einfach nur ein paar Sekunden lang nur den Taunt-Knopf weiter gedrückt halten. Ich meine, so aktivierst du nämlich dein zweites Mystic Art. Okay. Einfach mal gucken, vielleicht funktioniert das ja wirklich. Erstmal ein bisschen ausprobieren. Ja, eben. Bitte kein Backseat Gaming. Wenn es nicht jetzt klappt, dann klappt es irgendwann später, wenn man es auch regulär machen kann. Ja, nicht an der Tatsache, dass das Backseat Gaming schon ist. Ich weiß. Das ist nämlich wahnsinnig uncool. Ich will das Spiel nämlich komplett blind. Whenever you're ready. Whenever you're ready. Jetzt einfach gedrückt halten den Knopf. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich glaube, 10 Sekunden lang muss es gedrückt halten oder so. Ah! Indignation!
fühle ich mich gut. Erstmal. Aber das ist das beste Mystic Art, was ich hätte machen können. Einfach Indignation rausgekommen. Der Gründer so, ich greif dich an, ich greif dich hier. Oh, scheiße, fuck. Mann. Das war gut. Erstmal Indignation. Also. Von allen Mystic Arts, die er hätte machen können, macht er Indignation. Das macht mich voll happy. Also, Indignation ist das zweite Mystic Art von Jade. Kann man auch erst ab einem New Game Plus auch machen. Was man dafür machen muss, deswegen habe ich nämlich auch die Artverwendung übernommen. Thunderlands muss man über 100 Mal eingesetzt haben. Ah. Und dann, indem man halt, wenn man das Mystic, also wenn man das Overlimit aktiviert, muss man den Overlimit-Knopf einfach noch mal ein paar Sekunden lang gedrückt halten. Und dann aktiviert sich einfach Indignation. Das heißt, man hat hier mehr als ein Mystic Art. Ja, jeder hat im New Game Plus. Jeder hat zwei. Das ist cool. Teilweise sogar mit ein paar, ja, Erweiterungen, sag ich mal. So gerade Luke zum Beispiel hat auch später sein erstes Mystic Art, was er bekommt, kann er erweitern ab New Game Plus. Das ist schon cool so. Ja. Oh, das freut mich voll. Nein, das macht mich glücklich. Fühle ich mich jetzt schon gesünder. Das ist gut. So, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wie kommen wir nochmal zu den Cheagles? Ich glaube, ich bin irgendwo dran vorbeigelaufen. Ja, stimmt, hier oben nach links eventuell? Luke's Mystic Art. Er wird freundlich. Weißt du, wir spielen 2,5 Stunden erstmal Mystic Art machen. Erstmal Indignation. Sowieso das beste Mystic Art überhaupt. Das hätte man gegen die Königin machen sollen. Hättest du theoretisch auch machen können, ja. Miau, 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 miau. Fun Fact, im Anime ist er sogar mit Indignation da angekommen. Das an der Szene. Miau, 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 miau. It's quite amusing to watch monsters talk like this. They're so cute. Weil in jedem Telltale hat irgendwie Indignation, soweit ich weiß. Das ist irgendwie so fast schon ein Meme. Das hat in jedem Spiel irgendwie. Ich weiß nicht, ob wirklich in jedem, aber in den meisten auf jeden Fall. In Symphonia wird es mir einfallen. In Vesperia wird es mir einfallen. In Vesperia aber auch erst seit der PS3-Version. In Abyss. Und in Berseria. Also Xillia? In Xillia nicht. Xillia nicht, nee. Und in Graces eine veränderte Version, glaube ich. Also es kommt sehr oft vor. Und in... Oh, wo war das billig, Indignation? Destiny? Nein. Innocence? Legendia? Das ist billig, Indignation. Ich glaube, in Legendia war das, wo Indignation so ein kleiner Blitz ist. Einfach so, pst. Das Pendant zu... War einfach nur pst. No. You told me what happened. You met with great danger on our behalf. We are grateful that you have kept your promise even after 2,000 years. Of course. Aiding the Cheagles is part of Yulia's teaching. But the original cause of all this was Mew burning the Liger's home. So I will have Mew atone for his mistake. What are you going to do? I will exile Mew from our tribe. Erstmal ins Exil geschickt. That's too cruel. Naturally, I don't mean forever. I hear that Master Luke saved Mew's life. Übrigens, das cruel klang von Ian gerade eher wie cool. That's rather cool. Cheagles do not forget their debts. Mew will serve Master Luke for one cycle of seasons. Hey, I'm not involved in this. Mew insists upon accompanying you, Master Luke. I leave it up to you to decide what to do with him. Gut gemacht, Mew. Jetzt musst du ein Jahr lang bei dem verbringen. Why not take him along? I don't need a pet. Das ist eine Menge Spieler, die das haben. Aber die Xylitel haben es wirklich nicht. Ja. Cheagles are the sacred beasts of the Order of Lorelei. I'm sure he'd be well received by your family. I guess I could give him to Guy and the others as a souvenir. I'll do my best to be useful, Master. No. Oh, you're so annoying. Well, it appears his report has ended. Let's leave the forest. Who died and made him boss? So, dann können wir jetzt auch wieder gehen. Mal speichern.
Kai und Mew wären Best Friends. Kai? Ja, Kai und Mew, ja. Hast du nicht Kai gesagt? Ich habe Guy gesagt. Vielleicht ist Kai ja Guy. Ist Kai der Guy? Ich habe wirklich Kai verstanden gerade. Aber ja, ich schreie immer so ein bisschen von der Seite rein. Wer hat Jade zum Boss gemacht, der den auf Level 45 gepackt hat? Ja gut, also ich würde mich nicht gegen Level 45 auflehnen. Kai hat auch Kai verstanden. Kai hat einen Feuerspucker in der Hose. Willst du doch eine Indignation machen? Nein. Ich wollte nur, dass du auch mal kämpfen kannst. Wir sind aber gleich raus aus dem Wald, danach hast du keine Indignation mehr. No! You want some Indignation? She wants the Indignation. Okay, dann müssen wir noch mal einmal kurz hier reinlaufen. Und noch eine Indignation machen. Dass Jade gleich abhaut, war uns, glaube ich, allen klar. Ich glaube, jeder, der so ein kleines bisschen JRPGs kennt, weiß, dass OP-Charaktere entweder nicht lange OP sein werden am Anfang des Spiels oder früh verschwinden. Vogel, please. Vogel, denkt sich auch so, ich will das nicht. Stop it. Let me go. Ich will hier weg. Ich will nicht sterben. No. Whenever you're ready. Hab's gleich. Whenever you're ready. Prepare yourself. I stand in the full light of the heavens. Command me, who opens the gates of hell. Come forth, divine lightning. This ends now. Indignation. Oh, I'm so sorry. You wanted me to go easy, weil ich so breit gegrinst habe. Oh. Der arme Vogel. Indignation. Da lang. So, mit dem Wald sind wir auch fertig, alles erkundet. Wir können gehen. Das ist leicht Overkill. Hey, isn't that your bodyguard? Yes, that's Annas. Welcome back. Greetings, Annas. What's the status of the Tartarus? It's in front of the forest, just like you asked. You said to hurry, so we came as fast as we could. Hey, what's going on? Restrain those two. They're the ones who have been emitting the seventh phonons. Jade, don't do anything to hurt them. Don't worry, we won't kill them. Assuming they don't resist. Ich glaube, die nehmen uns jetzt fest. Warum? Be good, kids. Take them away. Jade, habe ich jemals was getan? It's a trap! Erstmal mit dem Schiff weiterfahren auf dem Land. The seventh phonon hyperresonance came from the direction of the capital of Kimloska Landvaldir and converged inside Malkuth territory near Tataru Valley. Now, if you two were the source of that hyperresonance, that would make you guilty of illegally crossing the border into our country, wouldn't it? Wir haben halt die Grenze illegal überschritten. Keine Absicht? Jeez, you're obnoxious. He called you obnoxious. I'm terribly hurt. But moving on, Tyr. We already know you're with the Oracle Knights. But what about you, Luke? What's your full name? Luke von Fabra. I'm the Luke you idiots tried to kidnap. The son of Duke Fabra, who married into the Kimloskan royal family? A duke? Oh. Why are you in Malkuth? And what's this about a kidnapping? That doesn't sound very pleasant. We're here only because our seventh phonons caused a hyper-resonance. It wasn't an act of aggression against Malkuth by House Fabra. Ja, also sind eigentlich nur aus Versehen hier gelandet. Colonel, I believe Tyr is telling the truth. I don't feel any hostility from him. Only idiocy. Ich liebe Jade jetzt schon. Yes, it does seem he's lived a sheltered life, completely ignorant of the world outside. Huh, fine. Make fun of me. Actually, why don't we ask for their help? We're headed for Kimloska under orders from His Majesty Peony the Ninth, Emperor of Malkuth. To declare war? Wait, what? Are you saying a war's gonna start?
You've got it backwards, Luke. We're trying to prevent a war from breaking out. Also sie sind halt auf dem Weg jetzt nach Kimleska, um einen Krieg zu verhindern. Dann können sie uns ja mitnehmen. Anis, that's not public information. Trying to prevent a war? Are relations between Kimleska and Malkuth really that bad? I think you're the only one who doesn't know. You know, you're obnoxious too. We're going to release you now. I'll grant you permission to enter any area you wish, apart from those containing military secrets. Genau, was ist man obnoxious? Das ist so ein Wort, was ich irgendwie einfach so stehen lassen würde. Gemein. Weiß nicht. Also ich weiß auch, wie in welchen Zusammenhang, wie man das nehmen kann. Widerwärtig, nervtötend, anstrengend. Ja, irgendwie sowas. Gemein. Unausstehlich. First, learn a little about us. Then if you feel you can trust us, we'd like to ask your help. So that we might prevent this war. If you want us to help you, why don't you just tell us what's going on? If we were to explain and then you decided not to cooperate with us, we would be forced to hold you captive. What? This matter is a state secret. That's why I'm urging you to make up your mind first. Also erst müssen wir uns entscheiden, ob wir denen helfen wollen oder nicht, und dann sagt er uns, worum es geht. I hope we have your understanding. Jade ist schon cool. I'm sure they'll tell you the details after you agree to help. I'll be waiting. Luke, I'd so love to go places with you. Musee, is that you? Please come talk to me if you're willing to assist the Colonel. Why don't we take a walk around the ship? I think even you'll start to get an idea of what's going on in the world. Let's go exploring, Master! Okay. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Jade ist auch so, I don't give a damn shit. Schon so ein bisschen. Hey, Luke! I can show you around if you like. Sie leuchtet so ein bisschen. Maybe I would just get in the way. Darf ich mal was anmerken? Kann es sein, dass die uns jetzt plötzlich mag, weil sie weiß, dass wir Geld haben? Ja. Es kommt mir so vor. Ihr Mystikat hat nicht umsonst mit Geld zu tun. Aber war das nicht die, die in Graces was von Espel wollte? Ja. Zumindest lag es auf seinem Schreibtisch. Ja. Sie ist ziemlich geldgeil. Weil ansonsten würde niemand nett zu Luke sein wollen. Ja. Not at all. We'd appreciate it. Wow, so you do actually smile on occasion. Excuse me? Oh, please don't fight. Come on, Luke, let's go. Und Anis has joined the party. Die nehme ich. Level 4. So. Ich möchte einfach mal etwas ausprobieren. Moment, so. Du hast zwei Sachen. Entweder Magie oder Gegner wegschlagen. Über die Magie mal auf um und um. Achso. So. Danke. Okay. Mal kurz speichern. Und weiter. Aber cute ist sie schon. Ja. Mehr auch nicht. Ich mag sie auch. Sie ist witzig. Huh? What's that? It's a phone stone. They're making it glow by heating it. They must use it for lighting here. Phone stones are those glass rocks floating up in the sky, right? Phone stones are sacred stones created when the score is read. Don't call them glass. All right, all right. So. Muss man hier noch was Schönes finden. Find ihr Bärchen süß? Oder? Das hängt irgendwie ziemlich cool darunter. Was auch immer. Dong, dong, dong. Hi. Recruit Tony, hast du schon wieder getan? Sorry. Versucht ein Phonist zu werden. Versucht Phonic Arts. Aber er kann's nicht. So. Du musst Phonon, zuerst Phonon Belt in deinen Körper nehmen und dann mit der Phonon Frequency zusammen kollidieren und dann generierst du Special Powers. Phonon. Der Phone Belt ist ein Layer mit Phonons, die den Planet umrunden. Es gibt sechs
Phonon-Elemente. Und wenn du die Phonon-Slots deines Körpers öffnest und die Phonons in dich ziehst und zusammen mit einem Phoneverse zusammen benutzt. Ja. Schokoriegel! Danke fürs Subscriben und willkommen bei den teuflischen Stars auf Twitch. Jetzt so ein Schokoriegel. Haben wir Schokoriegel? Nein. Wir haben eine Schokotafel. Also, Phonic Arts benutzt Phoneverses, um Phonons zu kontrollieren. Das ist sehr schwer. Und Jade tut's einfach so, als wäre es nichts. Als sie die Texte nochmal durchgelesen haben vor Release, wie ist das durchgegangen? Dark Shadow, danke für 11 Monate Treue. Super geil von dir. Wieso? Ist dir nicht irgendwie aufgefallen, dass da ein paar viele Wortwiederholungen drin sind? Phonon, Phonon? Ah, ein Apple Gel. Da ist auch nichts weiter.